Hallihallo, ich bin's nochmal mit so einer Art, ja, wie soll ich sagen, vielleicht Epilog hier bei Fable, dem Adventure. Ich habe ein bisschen recherchiert danach, weil mir das Ende wirklich nicht gefallen hat und habe gemerkt, es gibt noch ein alternatives Ende. Ja, das zeige ich euch jetzt gleich, aber zuerst, wie kam es denn zu dem alternativen Ende? Das war so, dass sich viele Fans von dem Adventure, wenn es denn Fans gab, ich weiß es ja nicht, aber viele Leute haben sich beschwert über das normale Ende, also wo Quickthorp in der Irrenanstalt da das Buch gelesen hat und das alles nur ein Märchen sein soll. Ach übrigens, ich nehme dieses Video jetzt hier, diesen Epilog in Anführungszeichen, ein paar Monate später erst auf oder paar Monate später. Ich habe das Spiel schon längst durchgeschafft, aber es ist doch noch im Kopf geblieben, dass das Ende so scheiße war und deswegen habe ich da wirklich ein bisschen recherchiert. Wie gesagt, ich habe ein neues Ende gefunden bei YouTube und von daher würde ich euch gerne dieses Video gleich zeigen und danach sage ich noch die eine oder andere Sache dazu. Viel Spaß! Ja, da sind wir jetzt auch hier bei dem alternativen Ende am Ende angelangt. Naja, ich würde sagen, es ist befriedigender wie das alte Ende. Das war ja wirklich katastrophal. Aber noch ein paar Worte dazu, zu diesem hier. Warum hat dem, der hieß Ismael, ne? Warum hat dem am Schluss dieser Kopf geraucht? Wickdorp auch, ne? Als er die Maschine angestellt hat, zack, plötzlich haben die Köpfe geraucht. Ich kann mir das nur so erklären und mein Bruder, also der blaue Affe, hat das auch so gesagt, dass die vielleicht miteinander verbunden wären, der Quickthorp und der Ismael, und deswegen so die Köpfe rauchen, keine Ahnung. Oder vielleicht ist es auch so, dass wir die Maschine da angestellt haben und Ismael dadurch getötet haben. Oder der regt sich ja nicht mehr, ne? Nachdem der Kopf geraucht hat. Ich weiß es nicht. Irgendwas hat es mit dem Ismael noch auf sich. Der wurde ja im alten Ende gar nicht mehr erwähnt oder... Keine Ahnung, der sollte eigentlich, glaube ich, eine wichtige Rolle spielen, die er nie getan hat. Er hat nie diese wichtige Rolle übernommen, der Ismael. Ich weiß es eh nicht, was es mit dem Typ auf sich hat. Der war irgendwie der Herr der Zeit oder so. Und war nur kurz im Labyrinth dabei. Ach, keine Ahnung. Dieses Ende lässt genauso viele Fragen offen wie das andere. Wobei, das andere klärt es eigentlich. Aber auf einer blöden Art und Weise. Ja, zuletzt ist Quickthorp dann wieder nach Hause gekehrt. Ja. Hat dann ein paar Mal an die Tür geklopft. Und sein Alter hat ihm aufgemacht. Und dann gab es wahrscheinlich Bunga Bunga oder irgendwas. Als Belohnung. So, jetzt ist das Video nicht mehr jugendfreundlich. Egal. Ja, das Ende gefällt einem doch schon irgendwie besser, wenn man so auf
nicht auf makabere Ende steht, auf das alte. Im Prinzip war es auch gar nicht schlecht, aber für Kinder sehr enttäuschend, das alte Ende. Hat man vielleicht auch nicht kapiert. Keine Ahnung. Naja, jetzt habt ihr beide Enden gesehen. Ihr könnt entscheiden, was ihr nehmt, was ihr besser findet, mit was ihr die Story abschließt. Das wollte ich euch nur noch mal kurz zeigen. Dann danke ich euch noch mal fürs Zusehen. Ich lasse den Abspann noch mal gerade ein bisschen laufen. Genießt ihn. Und wir sehen uns hoffentlich in einem anderen Let's Play wieder oder im anderen Classic Adventure, wer weiß. Auf Wiedersehen.